Es geht um zentnerweise Drogen. 42 Kilo Cannabis, unter anderem 130 Kilo Amphetamin und 1 Kilo Heroin. Gedacht als heiße Ware im Online-Shop Chemical Revolution. Bestellung per Mausklick. Die Angeklagten wollten es ihren Kunden so einfach wie möglich machen. Ein Geschäftssinn, der 7 Männer jetzt ins Gefängnis bringt. Die Richter am Landgericht Gießen verurteilen sie heute zu Freiheitsstrafen zwischen 3 und rund 9 Jahren. Die höchste Strafe bekommt Daniel B. Der Initiator der Seite hat selbst Probleme mit Kokain und soll nach einiger Zeit in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden. Das Gericht hat angesehen, dass eine Maßregel notwendig ist und hat die Unterbringung angeordnet. Und das war ja auch klares Ziel der Verteidigung. Chemical Revolution wollte daherkommen wie ein ganz normaler Online-Shop, Rabatte und Sparaktionen inklusive. Ermittler der Hessischen Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität und des Bundeskriminalamts schalten die Seite vor 2 Jahren ab. Damals gilt sie als größte Plattform zum Kauf von Drogen in Deutschland, aufrufbar im Darknet, teilweise aber auch im Internet. Gezahlt wird in Bitcoin, die Beschuldigten werden festgenommen. Zum Prozessbeginn vor einem Jahr dürften sich einige der Angeklagten zum ersten Mal persönlich begegnet sein. Zuvor hatten sie teilweise nur Online-Kontakt. Trotzdem sieht es das Gericht heute als erwiesen an, dass sie gemeinsam Drogen von den Niederlanden nach Deutschland gebracht haben. Unter anderem im hessischen Ortenberg wurden die Drogen gebunkert, verpackt und an Kunden verschickt. Auch der Mann, der die Wohnung im Wetteraukreis angemietet hatte, steht heute vor Gericht. Wir werden nicht in Revision gehen angesichts der gehandelten Mengen, angesichts der vom Vorsitzenden zitierten Professionalität der Begehung. Ist eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten durchaus akzeptabel. Rund 1 Million Euro sollen die Angeklagten so eingenommen haben. Die Quittung der Richter heute sind die langen Haftstrafen.